Guten Morgen. Guten Morgen, meine lieben Brüder. Guten Morgen. Was für ein schöner Sonntag. Der Tag des Herrn, der Tag der Liebe, der Tag der Dankbarkeit. Und so bin ich heute in der Früh, in dem Moment, wo ich meine Augen aufgemacht habe, ist mich eine solche Dankbarkeit überkommen. Ich bin so dankbar, dass ich erinnern kann, wer ich wirklich bin, dass ich erinnern kann, wer du bist. Dass wir erinnern können, dass wir wirklich noch im Himmel sind, dass wir niemals fortgegangen sind, dass alle Geschichten, die wir als getrennt geträumt haben, nicht wahr sind. Wir sind immer noch eins. Wir sind nicht getrennt. Und dafür bin ich dankbar. Bist du dankbar dafür, dass deine ganze Geschichte in Raum und Zeit niemals wirklich war? Deine Geschichte des Namens, deiner Herkunft, deiner Ausbildung, deines Berufes, des ganzen Grolls vielleicht, den du spürst, weil das und das nicht geschehen ist oder das und das du dir vielleicht gewünscht hättest und nicht passiert ist. Bist du dankbar, dass diese ganze Geschichte nicht wahr ist? Bist du dankbar, dass du immer noch hier und jetzt vollkommen bist, dass nie dir irgendwas passiert ist, dass du jetzt die Liebe, die du bist, erinnern kannst? Bist du dankbar dafür? Bist du dankbar, dass all die Verletzungen, die du geglaubt hast, erlitten zu haben, jetzt in einem einzigen Augenblick geheilt werden können, durch die Erinnerung der Liebe? Bist du dankbar, dass das keine Zeit braucht, keine Anstrengung braucht, kein Tun von deiner Seite braucht, sondern nur die Bereitschaft, dir von der Liebe zu zeigen, wer du bist? Bist du dankbar dafür? Bist du dankbar, dass du immer noch unschuldig bist und dass jeder mit dir unschuldig ist? Dass diese Kreuzigung, diese Verletzung, dieser Angriff in Wirklichkeit nie passiert ist? Sondern dass du immer noch Liebe lehren kannst, weil du immer noch Liebe bist? Dass dein Bruder immer noch Liebe ist, weil du ihn als Liebe sehen willst? Bist du dankbar dafür, dass dieser Angriff nie stattgefunden hat, sondern dass alles nur ein Ruf nach Liebe war und dass du das jetzt erinnern kannst? Es war immer nur ein Ruf nach Liebe. Es war immer nur ein Ruf nach Liebe. Auch der größte Angriff, den du vielleicht als Angriff erlebt hast und der dich total verletzt hat, war immer noch ein Ruf nach Liebe und kann immer noch nur mit Liebe beantwortet werden. Und so passiert die Heilung. Liebe erkennt, dass nur ein Ruf nach Liebe stattgefunden hat. Und dafür bin ich dankbar. Bist du dankbar, dass Jesus in dem Moment mit dir ist? Dass er sich nicht in den Formen irrt? Dass er nicht die Kleinheit kennt, nicht den Schmerz in dir unterstützt, nicht die Kleinheit in dir unterstützt, nicht die Krankheit in dir unterstützt? Nicht die Schuld in dir unterstützt, nicht die Angst und die Sorge und die Depression unterstützt, sondern dich immer nur an die Wahrheit erinnert, immer nur an die Liebe in dir stärkt, immer nur diesen Christusgeist mit dir teilt. Bist du dankbar dafür? Bist du dankbar dafür,
dass die Vergangenheit vorbei ist und dich nicht mehr berühren kann? Dass alles das vorbei ist und dass nur gegenwärtige Liebe letztendlich hier ist? Bist du dankbar dafür, dass die Erlösung keine Anstrengung von deiner Seite erfordert, sondern nur Bereitschaft? Dass das Unmögliche nie geschehen ist, dass du nie getrennt von deiner Quelle sein kannst, dass diese Bilder im Geiste, die so dahinziehen, nicht wirklich sind, dass alles, was dich in Angst versetzt, nicht wirklich ist, sondern dass es nur deine Gedanken über sind, die dich in Angst versetzen? Bist du dankbar dafür? Bist du dankbar dafür, dass wir das erinnern dürfen, gemeinsam, dass die Einsamkeit vorbei ist, dass dir mächtige Gefährten gegeben worden sind, dass jeder Bruder die Erinnerung an die Wahrheit in sich trägt und dir nur diese Botschaft anbieten will? Bist du dankbar dafür? Bist du dankbar dafür, dass unendliche Freude im Universum herrscht, im Himmel herrscht, dass du anderen Geistes wirst, dass du dich neu entscheiden kannst, dass du dich mit Jesus verbinden kannst und in dieser Entscheidung, wie er im Kurs sagt, sind wir unbesiegbar? Bist du dankbar dafür, dass die Wahrheit unbesiegbar ist? Dass die nicht angegriffen werden kann? Bist du dankbar dafür, dass du als Lernender und als Lehrender so wichtig bist und es in jedem Moment lehren und lernen kannst und trotzdem dein Wert nicht vom Lehren und Lernen abhängt, sondern nur in Gott ist? Dass dein ganzer Wert in Gott begründet worden ist, dass er von nichts abhängt, was du tust, was du lehrst, was du lernst, sondern dein wirklicher Wert wirklich von Gott begründet worden ist, den nur vergessen kannst, aber nie verlieren kannst, deinen wahren Wert. Bist du dankbar dafür, dass dein Wert im Himmel eingesetzt wurde? Dass du der heilige Sohn Gottes bist, eine Geschöpf der Liebe? Bist du dankbar dafür? Bist du dankbar dafür, dass Sanftmut und Barmherzigkeit auf diesen Weg begleiten? Dass es ein ganz sanftes Erinnern ist? Dass ein barmherziger Gott dir nur Barmherzigkeit schenkt? Und dass du diese Barmherzigkeit mit deinen Brüdern teilen kannst, dass da wahre Intimität stattfindet mit deinem Schöpfer und mit deinen Brüdern, dass du Angst weg ist vor deinem Gott, vor Gott und vor deinen Brüdern und durch Barmherzigkeit ersetzt wurde. Bist du dankbar dafür? Heute ist ein Tag der Dankbarkeit. Und ich bin da früh aufgewacht und ich habe solche Dankbarkeit. Ich kann mich in jedem Moment mit dem Geist Gottes verbinden, mit dem Geist Jesu verbinden. Und ich kann mich in diesem Ausdruck einer Aufnahme mit meinen Brüdern verbinden. Ich bin so dankbar, dass ich nicht mehr alleine bin, dass ich nicht es für mich alleine tun muss, sondern dass ein gemeinsames, ein freudiges Erinnern stattfindet. Ich bin dankbar dafür, dass du mir als mächtiger Gefährte geschenkt wurdest. Ich bin dankbar dafür, dass du hier bereitstehst, dass du nicht zurückweist, dass du nicht davonläufst, sondern dass du wirklich stillstehst mit mir im gemeinsamen Erinnern, in der gemeinsamen Ausrichtung, in diesem gemeinsamen Schatz, der uns gefunden hat, der nicht wir finden mussten, sondern der uns gefunden hat.
Dafür bin ich dankbar. Für mein Herz, das ich mit dir und mit Gott teile. Für die unendliche Liebe, die kein Gegenteil kennt. Und für die Dankbarkeit, die wir jetzt ausdrücken dürfen. Und die für uns immer natürlicher wird, mich in diese Richtung zu bewegen. Und so sage ich dir einfach Dank, mein lieber Bruder, heute für diese Begegnung, für diese Erinnerung, für diesen Gottesdienst, für diesen Sonntag. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag in dieser Dankbarkeit, die ich so sehr fühle, die ich so sehr spüre. Und ich weiß, dass du dieselbe Dankbarkeit spürst, weil wir sind eines einzigen Geistes, eines einzigen Vaters. Es gibt nur einen Sohn. Danke, dass es nur einen Sohn gibt, dass wir niemals getrennt waren und dass wir uns jetzt an dies erinnern. Ich umarme dich, lieber Bruder, und wir sehen uns in einem Augenblick. Danke.